Letzte Runde, ja, zweistellig. Komm. Oh, das ist geil. Hier kommt die nächste Zahl für euch. Ich muss übrigens die Augen schließen, weil da hinten Monitor steht. So, das zweite ist das. Kann ich die erste noch mal hören? Kann ich die erste noch mal hören? Kann es jetzt alles bis 100 sein? Mach die erste noch mal. Zweistellig. Also alles bis 100 ist. Genau. Lukas, mach die erste noch mal bitte. Ich kann die erste nicht noch mal machen. Ah! So. Zeig's, hä? Alina. Warte. Hä? Wieso kann man die erste? Ja, wie soll die? Die steht doch. Was, bei der zweiten 74? Bin ich mir sicher. Ja. Ah. Aber die zweite war klar. Ja, die zweite die war klar. Warum kann bei man der war ich. Aber du machst es so langsam. Ich habe dann langsamer als so eine 6. Na, damit ihr, gedacht, mit, damit ihr mitdenken sein, und mithören könnt. Eine? Nee, ich habe eine Rundung gehört. Du hast eine Rundung gehört? Ich habe eine Rundung gehört. Brillant. Eindeutig. Ich mag das Spiel. Es gibt noch mehr Zahlen. Ich habe noch mehr Zahlen. Nein! Ich kenne noch mehr Zahlen. Und Lukas kennt sie. Ah, finde ich gut. Kennst du auch die hohen Zahlen, Lukas? Und es ist jetzt sehr gleichständig. Habt ihr sehr schön zwischen gemacht. Uns genau. beiden. Nachher müssen wir mal ein bisschen. Ja. Unser Backstage-Redakteur Benedikt Amara, das muss man jetzt mal sagen, entschuldige, ich lasse dich niemals hängen. Und ja. du lässt vor allem unsere Kollegen niemals hängen. Denn nie. Benedikt Amara, der kann nicht so richtig Auto fahren. Beziehungsweise er kann es ja eigentlich. Ja, einen Führerschein. Aber er traut sich Benedikt nicht. Benedikt Amara, Sie kennen ihn von unserem Promi-News, der hat seit 16, nee, der hat sehr lange schon einen Führerschein. Er ist aber, wie aus eigener Auskunft, seit 16 Jahren nicht mehr selber hinterm Lenkrad gesessen. Krass. Jetzt ist es so, das private Umfeld sagt, Freund, ich fahre dich nicht jetzt immer überall ja. hin, jetzt musst du mal selber. Dann haben wir darüber gesprochen und wir haben gesagt, oh, komm, ich setze mein Leben aufs Spiel und bringe Bene das Fahren bei. Eigentlich auch ein Ding, dass man nach 16 Jahren nicht fahren, immer noch als darf, ne? Führerschein. Du darfst dein Leben lang. Keine schlafenden Hunde Wahnsinn. Weg. Wahnsinn. Hey, lief okay, also ich lebe ja noch. Knapp. Ich möchte nicht vorweggreifen, Bene ist ja heute hier, er kann ja selber mal Stellung nehmen, wie ihn das jetzt so im Alltag begleitet. Und wie es die anderen im Alltag begleitet, das ist fast wichtiger. Wollen Sie wissen, wo er wohnt, dann können Sie ein bisschen drumherum. 2000 Euro, liebe Zuschauer, 12 Monate lang komplett steuerfrei. Das sind 24.000 Euro, die wir Ihnen einfach überweisen. Bis 9 bitte noch anrufen. 01379 44 44 01, Kennwort Gehalt oder eine Kurznachricht mit Gehalt an 3x4, 3x1. Jetzt kommen wir zu der Episode. Jetzt kommen wir zu der Episode, die wir eigentlich sehnlichst erwarten. Ja. Ist es nicht immer die Episode 3? Es ist aber so ein bisschen gewechselt von, oh juhu, jetzt kommt die wirklich zu, oh Gott, es tut mir so leid, weil jedes Mal passiert bei mindestens einer was Schreckliches. Ja, und dass sie immer noch überrascht sind. Wie? Ihr verändert die Haare? Ja, rot? Kurz? Germany's Next Topmodel. Neue Frisuren mit Chefin Heidi Klum. Guten Morgen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes oder ob das eher ein. Ich frage mich dann jedes Mal, wozu ich bereit wäre. Was würde ich machen mit meinen Haaren? Und dann komme ich immer zu dem Schluss. Hast du mal was Krasses gemacht? Ein paar blonde Strähnchen und so die Spitzen schneiden. Irgendwann mal was? Feierabend. Nie? Nee, ich war nicht so die Ausprobiermaus. Es gibt ja so die Frauen, die so alles einmal durchhaben, ne? Alle Farben und alle Längen und so. Das Krasseste war mal so ein Bob, aber da war ich 9. Ich habe gerade mal nach einem Foto gesucht. Ich habe, als ich in Mannheim gelebt habe, dachte ich, so, Student, erfindest du dich mal neu? Ich habe meine Haare so richtig ausgedünnt, die waren so lang dann. Und dann super geglättet und platinblond. Du hast kein Foto gefunden, das ist aber sehr schade. Du hast noch 4 Stunden Zeit, das nachzureichen. Mm, ja, ja. Wir ich nehmen glaube, es zu ich jeder glaube, Tageszeit. Diese Frisur verstößt gegen diverse Menschenrechte, vor allem gegen meine eigenen. Es war eine Katastrophe. Wir haben gleich andere Katastrophen für Sie. Ja. Und zwar ab 6 hier im Frühstücksfernsehen. Der E-Roller-Akku explodiert. Jetzt muss man schon Angst haben vor Eine Minute nach 6. Schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, am Mittwoch. Jetzt stellen Sie sich vor, das Haus steht in Flammen, weil das Fahrrad explodiert. Das ist natürlich eine absolute Horrorvorstellung für E-Bike- und Elektrorollerbesitzer. In England ist aber genau das einer Familie passiert. Der Akku wird angeschlossen, das Fahrrad dann ans Haus und fängt Feuer. Und damit startet die ganze Katastrophe. Ich weiß, dass viele Leute daher auch Wut drauf kriegen irgendwie, dass das kann ich irgendwie nicht entwickeln. Aber wegen Dubai oder was? Ja, Dubai und auch so diese Girls, die einfach so, also die Sissy Secrets, die muss auch viel arbeiten, weil sonst kriegst du das auch nicht alles eben. So hin. Und also die hat, haben es auch hat Schotter, Grund, aber dass Leute Geld verdienen, dann ist sie, ja. sind sie einfach clever. Meins ist jetzt nicht. Aber ist ja genau. auch irrelevant. Ist dafür beglücken Sie viele andere tausend Menschen. Und die beiden wirken sehr glücklich. Und vor allem, ja. also ich meine, das ist doch schön. Na dann, 6:10 Uhr, guten Morgen. Frühlingsbeginn, zumindest meteorologisch.
Aber hier, was ist denn hiermit eigentlich? So diese. Es hat jedes Jahr wieder dieselbe Diskussion. Verdammt, wir haben da so ein bisschen was angefuttert. Wie kriege ich denn das jetzt wieder weg? Weil bald ist ja Sommer, dann möchte ich ja schick aussehen. Muss man jetzt kreativ werden. Kreativ-Workout. Bin ich gespannt, wie kreativ so ein Workout sein kann. So einen Tisch heben oder so. Beeindruckend, wie schnell du so einen Schuh schießen kannst. Guten Morgen. Zack. Schön, dass Sie da sind. 6.32 Uhr. Wir starten direkt mit Kenzo. Jawohl. Das ist vor allem unfassbar unfair. 20 vor 7 haben wir es. Unser Backstage-Redakteur Benedikt Amara, den haben wir alle tief in uns. Fährt aber grundsätzlich sehr selten Auto. Und Daniel hat ihn jetzt mal so ein bisschen, hat ihm einen kleinen Schubs gegeben, damit es mit dem Autofahren vielleicht wieder klappt. Wie das ausgegangen ist, das sehen Sie gleich hier bei uns. Außerdem gibt es 2000 Euro, 12 Monate lang komplett steuerfrei auf Ihr Konto überwiesen. Das Ganze nennt sich Extragehalt. Bis 9 Uhr können Sie heute noch anrufen, denn dann knallen wir diesen Riesengewinn raus. 01379 44 44 01 lautet die Nummer. Dann eben das Kennwort Gehalt nennen oder Gehalt per SMS an 3x die 4 und 3x die 1 schicken. Daumen sind fest gedrückt und wir sehen uns bitte gleich wieder. Bleiben Sie bei uns. Jahre. Es ist sehr, sehr 16 Jahre saß er nicht mehr am Steuer. Sehr lange Zeit. Wir im Frühstücksfernsehen, das wissen Sie, weil Sie gucken, sind ja eine Familie. Sie gehören dazu. Unser Familienmitglied Bene hat eine große Sorge. Eine verständliche Sorge. Er ist seit 16 Jahren kein Auto gefahren, hat aber eigentlich den Führerschein in der Tasche schon. Das ist ja etwas, eigentlich mal ein diskussionswürdiges Thema. Und jetzt haben wir ihn ermutigt, wieder Auto zu fahren. Und Daniel, als großer Bruder, hat das mal in die Hand genommen. Großer Bruder, ich bin immer da. 6:57 Uhr, guten Morgen. Das Haus steht in Flammen, weil das Fahrrad explodiert. Es ist natürlich eine absolute Horrorvorstellung für E-Bike- und Elektrorollerbesitzer. In England ist aber genau das einer Familie passiert. Der Akku fängt über Nacht an zu brennen, ist angeschlossen ans Haus und dann fängt alles Feuer.